Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, hier zum Webinar der Stiftung Lesen. Wie funktioniert ein Leseklub? Wir haben noch ein, zwei Minuten Zeit, bevor es richtig losgeht. Ich möchte diese Zeit nutzen, erstens, um mich vorzustellen. Mein Name ist Uwe Dietrich. Ich werde Sie als Moderator und technischer Administrator bei diesem Webinar begleiten. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass Sie dieses Webinar in bestmöglicher Qualität empfangen können. Ich freue mich, dass Sie sich so zahlreich hier reingeklickt haben. Ich möchte die Zeit, bevor wir richtig loslegen, ganz kurz dazu nutzen, einfach bei Ihnen nachzufragen. Sind Sie da? Sind Sie bereit? Können Sie mich hören? Können Sie die Videobilder sehen? Ein einfaches Lebenszeichen von Ihnen, ein Ja oder Hallo, ich bin da oder schöne Grüße aus. Nehmen Sie den Ort ein, an dem Sie sich befinden. Ich sende hier aus Würzburg, aus dem Webinarstudio von Vogel Business Media. Das würde ich mich freuen, wenn ich von Ihnen eine Rückmeldung bekomme. Einleihen aus der Tatsache, wenn ich von Ihnen nichts höre oder lese, ist es für mich so, als ich sitze in meinem Studio hier und rede ganz allein mit meinem PC und meiner Webcam. Und das soll ja nicht der Sinn der Sache sein, sondern ich möchte mich oder wir wollen uns mit Ihnen vernetzen und wir alle gemeinsam hier virtuell beisammen sein. Ich schaue mal kurz in den Chat. Sie können den Chat selber nicht lesen und die Eingaben der anderen Teilnehmer. Wundern Sie sich dazu also nicht. Was sehe ich? Schöne Grüße aus Alsdorf, aus Mainz, aus Mönchengladbach, aus Diepholz, Lübeck, Steierberg, Monheim am Rhein, Diepholz, Gransee, Pforzheim, Köln, Bergen, Heidenheim und dann kann ich jetzt einfach nicht mehr lesen. So viele Leute sind hier zugeschaltet. Hamburg, Fulda, Wuppertal, Aachen, Uetzen, Erfurt. Also da würde ich sagen, wenn wir jetzt eine Deutschlandkarte hätten und eine ganze Menge an kleinen Pins, Nadeln und die hier drauf stecken würden, hätten wir ein schönes Bild. Einmal quer durch die Republik. Die Hauptstadt ist auch zugeschaltet. Berlin habe ich da noch gesehen. Ja, super. Also, vielen, vielen Dank. Dieser Chat wird auch dafür genutzt, dass Sie später Fragen stellen können. Einen Moment, ich muss ganz mal husten. Einen Moment. Da ist eine Erkältung noch nicht ganz ausgeheilt. Diesen Chat benutzen Sie natürlich für Ihre Fragen an unsere Referenten, die hier auch nach Würzburg gekommen sind in unser Webinarstudio. Da ist zum einen Frau Wörsching, eine Leseklub-Betreuerin. Sie ist Literaturpädagogin, wird nachher noch, werden wir noch mehr von ihr erfahren. Und Herr Borchers, er ist Projektleiter, also auch bei der Stiftung Lesen. Sie nutzen den Chat für Ihre Fragen an die beiden und Sie nutzen den Chat, wenn Sie technische Probleme verzeichnen sollten. Ich sehe hier, dass einige Teilnehmer eventuell doppelt angemeldet sind. Könnte sein, dass Sie den Ton doppelt übertragen bekommen und das nicht gut zu verstehen ist. Überprüfen Sie da bitte an Ihrem PC, ob Sie vielleicht zweimal dieses Webinar offen haben und deshalb auch den Ton zweimal übertragen bekommen. Also, wie gesagt, der Chat für Ihre Fragen, für Ihre Hinweise und natürlich, falls es technische Probleme geben sollte. Ich bin die ganze Zeit mit dabei, auch wenn ich im Kamerabild nicht zu sehen bin. Auch eine weitere Kollegin von mir aus dem Support schaut mit drauf, dass das alles funktioniert. Aber da habe ich keine Bedenken, das läuft alles super. Und dann möchte ich in die offizielle Begrüßung einsteigen. Hallo, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, hier zum Webinar der Stiftung Lesen. Wie funktioniert ein Leseklub? Wir werden in der nächsten Stunde Praxisbeispiele hören, Aktionsideen. Ich freue mich sehr, dass wir hier zwei sehr kundige Referenten zum Thema haben. Da haben wir zum einen Frau Christine Wörsching. Sie leitet selber einen Leseklub. Da werden wir gleich auch noch Näheres davon erfahren. Und wir haben den Projektleiter Leseklub, Herrn Wolf Borchers von der Stiftung Lesen. Die beiden sind ein bisschen aufgeregt, aber das sollte sich gleich geben. Es ist ihre Premiere. Ich habe aber keine Bedenken, dass sie diese Premiere gut meistern können. Wir werden Aktionen haben, wir werden Aktionsideen sehen und wir werden am Ende der Veranstaltung, mittendrin mal und am Ende der Veranstaltung natürlich Zeit für Fragen haben, Frage- und Antwortrunden haben. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen schon formulieren. Das soll es von mir gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf dieses Webinar und übergebe an Wolf Borchers für die offizielle Begrüßung und offiziellen Start dieses Webinars. Herr Borchers, die digitale Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Dietrich. Wir freuen uns auch sehr, dass wir heute bei Vogel Business Media in Würzburg sein dürfen und Sie uns auch schon den Tag über so gut vorbereitet haben. Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Webinar für die Leseklubs der Stiftung Lesen und natürlich auch für alle anderen, die an dem Projekt interessiert sind. Daher haben wir ihm
auch diesen allgemeinen, vielleicht etwas technisch klingenden Titel gegeben. Wir möchten Ihnen heute viel aus der Praxis der Leseclubs berichten. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass Christine Wörsching heute hier bei mir ist. Sie kann nämlich viel mehr aus der Praxis berichten, als ich das aus der Büroperspektive aus Mainz könnte. Liebe Christine, du leitest in Lindau einen Leseclub, den wir dort zusammen mit dem Deutschen Kinderschutzbund aufgebaut haben. Und ja, wie Herr Dietrich auch schon gesagt hat, es gibt mittlerweile rund 400 Leseclubs der Stiftung Lesen bereits in allen Bundesländern. Bevor wir gleich erstmal in einen Austausch starten zu den verschiedenen Facetten eines Leseclubs, möchte ich Ihnen noch mal ein bisschen was zum Ablauf erzählen. Wir haben Ihnen nämlich auch, wie man auch in dem Bild unten sieht, Aktionsideen mitgebracht und das werden wir nach unserem Gespräch, was jetzt erstmal wahrscheinlich so eine halbe Stunde dauern wird, werden dann eben auch noch in die Praxis gehen und so einiges Ihnen vorstellen, was uns Christine Wörsching eben aus der Praxis aus Lindau mitgebracht hat und was dort auch von den Kindern und von den Ehrenamtlichen erprobt wurde und für gut befunden wurde. Und wir freuen uns aber heute natürlich auch auf Ihre Beteiligung. Das heißt, Sie können im Chat immer Ihre Fragen stellen. Wir planen die zu zwei Zeitpunkten in dem Webinar auch hier einzubinden in unsere Diskussion, einmal so ungefähr in der Mitte und dann nochmal gegen Ende und sind dann natürlich auch schon sehr gespannt, was da von Ihnen kommt. Und auch schon einmal vorab, wir haben uns in den letzten Monaten, kann man durchaus sagen, auf diesen Tag beide umfangreich vorbereitet und es soll auch nicht bei einem Webinar für die Leseclubs bleiben. Also auch wir möchten in dem Projekt eine ganze Reihe daraus machen und freuen uns da auch heute zum Beispiel über Ihre Anregungen für mögliche weitere Themen und sind aber auch schon in der Planung, dass wir auf Basis der Medien, die wir den Leseclubs ja regelmäßig zur Verfügung stellen, auch noch weitere Webinare machen, die Bücher und passende Aktionsideen dazu eben auch in diesem schönen Format vorstellen. Unter Ihnen heute sicherlich viele hauptamtliche Koordinatorinnen und Koordinatoren von Leseclubs in verschiedenen Einrichtungen, wo wir Leseclubs haben. Darunter sind zum Beispiel Bibliotheken, Mehrgenerationenhäuser, Ganztagsschulen und auch viele Jugendfreizeiteinrichtungen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Aber wir freuen uns auch über die vielen Ehrenamtlichen, die sich in den Leseclubs Woche für Woche engagieren. Sie sind sozusagen das Herzstück. Sie konzipieren die betreuten Angebote, lassen sich also viel Kreatives einfallen und setzen das eben Woche für Woche mit den Kindern zusammen um. Und um einfach vielleicht nochmal die Reichweite und den Umfang unseres Projektes deutlich zu machen, wir haben bereits 400 Leseclubs in allen Bundesländern. Dort engagieren sich bereits mehr als 1000 Ehrenamtliche und ungezählte Hauptamtliche auch in den verschiedenen Einrichtungen. Und gemeinsam erreichen wir damit bereits mehr als 10.000 Kinder pro Jahr an den unterschiedlichen Standorten. Und das soll auch in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Unser Impuls heute richtet sich auch ganz besonders nochmal an die Leseclubs, die jetzt erst vielleicht zum Ende des letzten Jahres hinzugekommen sind, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, was sind die ersten Schritte oder was ist der nächste Schritt? Sie haben zum Beispiel die Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung Lesen unterschrieben. Sie haben erste Ausstattungsgegenstände erhalten und sind jetzt zum Beispiel in der Planung für den Start des Ganzen. Nun aber genug meiner Vorrede. Liebe Christine, ich habe schon angedeutet, kaum jemand könnte hier, glaube ich, besser neben mir stehen, wenn es um die Beantwortung dieser Frage geht. Wie funktioniert ein Leseclub? Ich sage es nochmal kurz, du hast bis Ende 2013 auf uns zugekommen mit einer Bewerbung über den Deutschen Kinderschutzbund, für den du arbeitest, in Lindau,
zusammen mit einer Grundschule. Und seitdem kennen wir uns und das Projekt ist dann eben auch in 2014 sehr schnell, sehr gut ins Laufen gekommen. Das kann man hier ganz klar auch sagen und ist eben auch immer weiter gewachsen. Und das finden wir einfach sehr spannend, auch für den Teilnehmerkreis heute, da reinzuhören, reinzuschauen, wie macht man sowas einfach. Wie macht man sowas? Weil es ist ja schon ein größeres, komplexeres Projekt mit vielen verschiedenen Schritten, sicherlich auch manchmal kleineren Rückschlägen. Und da sind wir einfach sehr gespannt, von euch zu lernen. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Erzieherin von der Grundausbildung und mein Ansinnen war schon ganz lange Zeit, dass Leseförderung gleich von klein auf angefangen wird, dass wir da Kinder fördern können, egal aus welchen Familien sie stammen. Und da ist ja die Stiftung Lesen Vorreiter und wir können da miteinander viele, viele Kinder erreichen. Und so ist es auch dazu gekommen, dass ich die Weiterbildung zur Literaturpädagogin begonnen habe, letztes Jahr abgeschlossen habe und mich jetzt sehr freue, dass ich da in dem Bereich wirken kann. Und auch unseren Leseklub habe ich 2013 begonnen. Ich bin beim Vorstand des Kinderschutzbundes in Lindau auf offene Ohren gestoßen. Wir haben bereits seit 8 Jahren Leselernbegleiter und haben da viele schöne Erfahrungen machen können. Und seitdem wachsen wir stetig mit den Leseklubs. Ja, vielleicht steigen wir einfach mal ein, auch dass wir uns den Hintergrund noch ein bisschen deutlicher machen. Lindau ist eine schöne Stadt, die liegt am Bodensee, so viel weiß ich. Und kannst du uns noch ein bisschen berichten davon? Der Leseklub wird ja im Rahmen des Förderprogramms Kultur macht stark vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Stiftung Lesen ist ja hier Programmpartner und konnte eben in dem Rahmen 275 Leseklubs, unter anderem euren, seit 2013 unterstützen. Warum war es für euch interessant? Warum habt ihr euch gesagt, dieses Projekt der Stiftung Lesen, das passt zu unserer Arbeit und ja, und es ist eben auch ein Förderprogramm für bildungsbenachteiligte Kinder. Ja, wie ist die Wahl auch auf uns gefallen? Ja, also bei uns ist es so, dass die Grundschule Reutin, die jetzt eingeblendet ist, viele, viele kulturelle Hintergrund, also viele Familien hat, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Wir haben einen neuen Ganztagsausbau an der Grundschule und da haben wir uns überlegt, miteinander auf den Weg zu gehen und Kinder eben in der Leseförderung zu unterstützen. Und der Kinderschutzbund arbeitet da schon mit den Lesepaten eine ganze Weile und dadurch hat uns das einfach sehr gut gepasst. Ich habe gehört, als ich in der Ausbildung angefangen habe an der Akademie, dass das Programm aufgelegt worden ist und habe gedacht, da machen wir mit. Sehr schön. Ja, man sieht jetzt auf der Folie, die eingeblendet ist, zwei Räume. Magst du noch ein bisschen was dazu sagen? Ihr seid ja auch an mehreren Standorten tätig. Genau, wir haben drei Standorte. Einmal an der Grundschule Reutin-Zech, da sind wir in der Nachmittags-AG vorhanden. Da haben wir auch angefangen. Und dann sind links auf der Folie Bilder von unseren Kinderschutzbundräumen. Die teilen wir miteinander mit Erste Schritte. Das ist ein Förderprogramm vom Landratsamt. Und da können wir 2 Nachmittage rein und haben da auch die meisten Medien stehen. Und dann gibt es noch einen Leseklub an der Grundschule Eschach. Ja, man sieht jetzt so viel an Ausstattung, möchte man meinen, braucht es ja gar nicht dazu. Also man sieht jetzt einen Tisch, mit dem man arbeiten kann. Ich glaube aber, was im Leseklub vor allem auch wichtig ist, dass man einfach einen geschützten Raum hat, wo man sich mit den Kindern treffen kann, wo man gut arbeiten kann, wo man auch Platz hat für verschiedene Aktionen. Ja, ich meine jetzt, also wir haben ja da in den letzten Jahren auch einiges an Ausstattung stellen können. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht alles in dem Bild zu sehen, oder? Nein. Also wir haben noch andere Regale zum einen und wir haben auch an den beiden anderen Standorten Bücher und Medien abgestellt, weil die bei uns in der Raumdichte einfach gar nicht alle Platz gefunden haben, die wir da bekommen haben von euch. Und außerdem war das so, dass wir
natürlich die Regale angeboten bekommen haben, auch die Sitzsäcke. Und wir aber gesagt haben, es sind ganz viele Gruppen, die bei uns die Räume nutzen. Und dadurch haben wir andere Möbelstücke gewählt. Also ich denke, da sieht man nur auch nochmal sehr schön, dass die Leseclubs auch sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Ausgangsbedingungen mitbringen. Unsere Aufgabe, und das werden ja auch viele von Ihnen kennen, ist einfach, Ihnen da, wo Sie auch stehen als Leseclub, als Einrichtung, die einsteigen möchte in das Projekt, Ihnen da möglichst bedarfsgerecht auch zu helfen. Wichtig natürlich immer, und das kennen die Leseclubs, die jetzt auch wie ihr schon länger in dem Förderprogramm drin sind, ist natürlich eine zielgruppengerechte Medienausstattung für die Kinder ab 6 Jahre, an die richten wir uns ja hier vor allem und vor allem an die Kinder, die noch nicht so gut und noch nicht so gerne lesen, aber eben bei Bedarf auch etwas Mobiliar, vor allem Regalflächen, dass man die nicht nur die Bücher, sondern auch die Zeitschriften zum Beispiel, dass man die auch unterbringen kann, aber natürlich auch gemütliche Sitzflächen, nicht nur Arbeitsmöglichkeiten, die man jetzt hier sieht, weil ja gerade dieser freizeitorientierte Charakter für uns ganz wichtig ist. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Auf der nächsten Folie sehen Sie so einige Aspekte, die ich jetzt mal so unter dem Thema, wie funktioniert ein Leseclub, wenn man vielleicht als Außenstehender oder relativ Neuer in dem Projekt sich fragt, was sind eigentlich so die ersten Themen, mit denen wir uns da beschäftigen müssen, damit dieses Projekt auch gut ins Laufen kommt, damit dann auch irgendwann Angebote stehen, die von Kindern gerne wahrgenommen werden. Ich will einfach nur noch mal ein bisschen den Rahmen aufmachen für unser Gespräch, was ich jetzt da so als wichtige Aspekte zu Beginn auch sehen würde, ist zum Beispiel die Frage, wer betreut die Angebote? Bei den Leseclubs in Kultur macht stark sind die Ehrenamtlichen ganz wichtig. Die liegen uns auch in der Stiftung Lesen ganz besonders am Herzen, auch in vielen anderen Projekten. Also die Frage, kennt man vielleicht schon jemanden oder muss man einfach auch nochmal ein bisschen in die Mobilisierung gehen, in die Werbung? Da gibt es ja auch verschiedene Wege für. Dann, wenn man sie gefunden hat, die Frage, die dich ja auch als hauptamtliche Koordinatorin, nenne ich das immer, auch nochmal besonders betrifft, die auch wichtig ist, wie arbeitet man mit diesem Team, das man dann hoffentlich gefunden hat, auch gut zusammen? Welche Möglichkeiten gibt es da, womit man die Zusammenarbeit eben auch besonders erfolgreich gestalten kann, also ein regelmäßiger Austausch zum Beispiel. Die nächste Frage wäre dann, und da sind auch, glaube ich, die Interessen aller Beteiligten, hier auch der Kinder, sehr wichtig, was möchte man überhaupt machen in dem Leseclub? Also wie gestaltet man auch auf Basis der Materialien, die es natürlich von unserer Seite aus, von der Stiftung Lesen aus gibt, was für ein Programm? Mit welchen Medien beschäftigt man sich, mit welchen Büchern? Jetzt, lieber Wolf, es waren ganz viele Fragen, die du an mich gestellt hast. Die musst du auch nicht alle gleich beantworten. Ich würde jetzt als erstes einfach darauf eingehen, wie habe ich denn Ehrenamtliche gefunden? Ich bin da auf die Zeitung in Lindau zugegangen. Wir haben einmal die Lindauer Zeitung, dann auch die Bürgerzeitung, habe einen Artikel geschrieben, zusammen mit dem Vorstand, dass wir Ehrenamtliche suchen, bin aber auch in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis auf die Menschen zugegangen und habe so immer wieder Menschen angesprochen, auch im beruflichen Umfeld, und habe 2 Informationsabende gemacht, habe eingeladen, und da kamen glücklicherweise gleich am ersten Termin 10 Menschen, und aus diesem Pool sind immer noch 3 aktiv, worüber ich mich sehr, sehr freue und sehr dankbar bin. Und auch aus wiederum dem Pool, den wir jetzt haben, wird wieder Menschen angesprochen und man sagt, Mensch, hast du nicht Lust, mit mir den Leseclub zu machen? Genau, das war eine Frage von den vielen, die du aufgeworfen hast. Sehr schön, also wir wollen den Ball hier auch flach halten. Das ist keineswegs der Anspruch, dass auch heute alles in einem Webinar zu füllen. Wir stellen natürlich auch gerne diese Präsentation zur Verfügung dann im Nachgang allen Teilnehmern, und da kann man dann eben auch nochmal hier drauf schauen und vielleicht dann auch nochmal ein Häkchen setzen, wenn man sich mit diesem Punkt im Team vor Ort auch schon beschäftigt hat, oder sich natürlich auch immer gerne bei uns in der Stiftung Lesen melden, wenn man zu irgendetwas da auch noch Unterstützung
braucht. Die Mobilisierung von Ehrenamtlichen habe ich ja an den Zahlen auch schon ein bisschen dargestellt und das sieht man auch an den Teilnahmen an unseren Weiterbildungen. Wir machen ja rund 40 Seminare pro Jahr und haben auch da rund 700, 800 Teilnahmen pro Jahr. Das funktioniert erfreulicherweise sehr gut und auch sehr konstant, obwohl wir natürlich auch wissen, das Projekt ist kein kleines und es braucht ein kontinuierliches Engagement. Gehen wir vielleicht mal schon mal einen Schritt weiter, nachdem dieser Punkt ja bei euch gut funktioniert, auch seit Jahren. Schauen wir mal auf die Angebote in den Leseclubs, die ihr ja auch irgendwann entwickelt habt und dann eben auch auf die Kinder. Also wie habt ihr es nach den Ehrenamtlichen geschafft, auch die Kinder auf die Angebote neugierig zu machen und dann auch im nächsten Schritt, dass sie gerne und möglichst auch regelmäßig gekommen sind? Wie hat das so funktioniert? Ja, also am Anfang hatte ich die Hoffnung, ich teile die tollen Flyer aus, die Stiftung Lesen uns zur Verfügung stellt und auch wir hängen die Plakate in den Schulen auf und leider kam kaum ein Kind. Und dann habe ich mich mit den Lehrern in der Grundschule Reuth in unserem Kooperationspartner kurz geschlossen, wurde da eingeladen und habe mit einer Aktionsidee, die wir nachher vorstellen, den Storytellern Werbung gemacht. Und es war wunderbar. Am kommenden Termin waren 40 Kinder da. Und dann war wiederum die Frage, wie erklären wir, dass man jetzt jede Woche kommen soll? Und das ein ganzes Jahr lang, hat aber wunderbar funktioniert. Und wir haben dann immer noch einige der Kinder halten können. Natürlich ist man erstmal neugierig. Es ist auch so, dass wir immer am Anfang des Schuljahres Schnupperwochen einführen und am Herbstferienbeginn sagen wir dann, und jetzt wird der Clubausweis ausgefüllt und jetzt seid ihr in dem Club und wir wünschen uns, dass ihr jede Woche regelmäßig kommt und euch auch abmeldet, wenn ihr krank seid. Ich habe jetzt auch schon mal auf die nächste Folie weitergeklickt. Das war ja jetzt schon sehr, sehr wichtig, was du uns da auch gesagt hast. Auch der Hinweis, dass es die Flyer eben alleine nicht tun, dem würde ich natürlich auch 100% zustimmen. Wir haben trotzdem, möchte ich es einfach nochmal zeigen, weil das schöne Beispiele aus der Praxis sind. Wir haben ein bisschen in unseren Archiven auch gestöbert und Sie sehen jetzt eine Folie eingeblendet. Also ich glaube schon, dass man hier mit einer guten Kommunikation was erreichen kann, sowohl bei Kindern als auch, dass man über andere Multiplikatoren geht oder auch den Eltern, zum Beispiel über Flyer oder über Programme deutlich macht, was für neues Angebot hier jetzt an den Start geht und was die Bestandteile sind, worum es geht. Ja, wir schauen einfach nochmal, also ein sehr schönes Beispiel ist der Lesetiger, den hat uns der Leseclub in Straubing zur Verfügung gestellt, also auch da ist die Kreativität und die Motivation der handelnden Personen in den Leseclubs sehr groß, was natürlich sehr schön ist. Also da werden Maskottchen selbst entworfen oder auch mit den Kindern zusammen irgendwie dann darüber entschieden, wer das Maskottchen werden soll. Man sieht ja auch schöne Beispiele einfach für Plakate oder Handzettel. Also ich glaube, es ist auch immer wichtig, wie man etwas nennt, wenn das einen schönen, griffigen Titel hat oder die Sache auch einfach schön gestaltet ist, dann hat man natürlich auch größere Chancen da, ob jetzt Kinder oder Eltern, aber einfach Aufmerksamkeit für das Format zu schaffen. Ein Beispiel, was mir persönlich auch immer sehr gut gefällt, das gibt es nämlich jetzt auch schon einige Jahre lang, hier unten der Leseclub im Kinder- und Jugendhaus Z. in Nürnberg gestaltet eben immer ein Jahresprogramm, das ist nochmal ein extra Flyer und zusätzlich zu den wöchentlichen Aktionen und Treffen, die dort stattfinden, legen die Kollegen dort eben sehr früh einmal im Jahr fest, was machen wir an besonderen Aktionen, wie zum Beispiel Lesenächte und mit diesem Jahresprogramm, was dann eben auch in verschiedenen Einrichtungen im Stadtteil sicherlich ausliegt, sicherlich auch eine erfolgversprechende Sache. Oder zuletzt auch noch zu erwähnen, der Leseclub-Ausweis, kommt auch aus Nürnberg, hier in der Nähe,
denke ich, auch immer ein gutes Mittel, weil man so auch die Identifikation der Kinder mit einem offiziellen Angebot sicherlich auch noch ein bisschen stärken kann. Also es geht uns ja auch darum, dass man so diesen Peer-Group-Effekt, in dem liegt ja auch ein Potenzial, und unsere Vorstellung ist es ja, dass die Kinder sich eben mit dem Leseklub auch wirklich identifizieren. Ja. Ja, das machen sie bei uns auf jeden Fall. Die freuen sich immer sehr, wenn sie am Montag oder Donnerstag, am Dienstag nach Eschach kommen dürfen. Und wir haben auch einmal im Jahr Aktionen, dass wir in ein Ferienprogramm teilnehmen. Und Weihnachten schmücken wir einen Weihnachtsbaum in der Stadt. Also auch da sind wir immer wieder aktiv. Allerdings nicht im ganzen Jahresplan, sondern wir schauen, dass wir uns alle 3 Monate treffen, die Leseclub-Betreuer, und dann da miteinander entwickeln, was ist jetzt gerade aktuell, was interessiert die Kinder und was steht jetzt als nächstes an. Aber ich greife vielleicht auch das, was du nochmal gesagt hast, die erste Erfahrung, ja, die Flyer haben nicht den erwünschten Zulauf gleich gebracht, auch nochmal auf. Also würdest du mir vielleicht da zustimmen, dass natürlich auch die persönliche Ansprache wichtig ist und natürlich auch wichtig ist, dass die Kinder und auch gerade die Ehrenamtlichen, dass da irgendwie eine Beziehung zustande kommt. Ja. Ja, also das ist das Wichtigste an der Arbeit im Leseclub, weil ich überzeugt bin, auch als pädagogische Mitarbeiterin im Kinderschutzbund, dass nur durch die Beziehung überhaupt eine Förderung vollzogen werden kann. Denn wenn das Kind mich nicht leiden kann, dann möchte es auch nicht hinkommen. Und wenn ich nicht das Vorbild bin und das Kind sagt, boah, die liest jede Woche 2 Bücher, dann nimmt es keine Bücher in die Hand. Mhm, danke. Gehen wir vielleicht so von diesem Thema Austausch nochmal auf die Ebene der Bündnispartner, also des Bündnisses hier, Kinderschutzbund und die Schulen und dann die Stiftung Lesen im Hintergrund. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auf der koordinierenden Ebene, auch dass du damit nicht alleine überlastet bist, dass auch da ein guter Austausch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was berichten? Also wie unterstützen euch da auch die Bündnispartner zum Beispiel in den Schulen, die Ansprechpartner dort, dass ihr dort auch erfolgreich wirken könnt und vielleicht auch gerade die Kinder, die wir ja ansprechen möchten mit dem Angebot, die noch nicht so gerne, noch nicht so gut lesen, dass die darauf aufmerksam werden und da reinfinden? Ja, also ich nehme Kontakt mit den Schulsozialarbeitern auf. Wir gehen in die Schulen und die Lehrer kennen uns mittlerweile in den verschiedenen Schulen, in den Stadtteilen, also in allen Stadtteilen in Lindau. Und dann sprechen die wiederum Eltern an, wenn sie merken, Kinder lesen ungerne oder noch ein bisschen holprig, und dann schicken sie die mit dem Flyer zu uns und die dürfen einfach auch mal schnuppern. Mhm. Also da ist auch ein reger Austausch, was macht ihr gerade? Oder wir werden eingeladen von den Lehrern, die Kinder im Leseclub haben, und dürfen da auch was präsentieren. Wir hatten ein Kamishibai mal gemacht und da durften die Kinder in die Klasse kommen und das vorführen, und da haben sie natürlich einen großen Erfolg, wenn sie da vor ihren Klassenkameraden was zeigen können und nicht diesen Misserfolg, wenn sie stotternd vorlesen. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Erfahrung, die der Leseclub ja auch ermöglichen soll, diese positiven Bildungserfahrungen. Wie funktioniert das denn? Bekommen die Lehrkräfte dann auch diese Entwicklung mit im Leseclub? Also geht der Austausch hoffentlich so weit, dass auch die Lehrkräfte, es ist ja auch von den Kindern im Grunde ein zusätzliches Engagement, dieses Angebot zu besuchen. Also wir haben immer wieder, oder ich habe persönlich Kontakt zu den Lehrern, und die freuen sich immer, dass die Kinder plötzlich gerne zum Buch greifen. Also es dauert seine Zeit, man kann nicht davon ausgehen, dass das Kind 2 Wochen oder 2 Monate im Leseclub ist und plötzlich liest, sondern es greift zum Buch und hat keine Scheu mehr vor den anderen zu lesen. Auch im Leseclub selber merken wir das. Es ist oft so, die Kinder, die neu in den Leseclub kommen am Anfang, die wollen einfach nicht gerne vorlesen. Bei uns ist der Leseclub so aufgeteilt, dass wir immer am Anfang eine Lesesequenz haben. Und da ist es so, dass im Oktober die neuen Kinder nicht vorlesen
Und im Juni, wenn wir enden, lesen die Lesepaten kaum mehr vor. Ja, das ist ja schon mal eine wichtige Rückmeldung, auch für uns natürlich im Projektteam, die ja irgendwo auch hier die Inhalte entwickeln wollen und natürlich auch müssen für die Leseclubs, damit ihr auch gut arbeiten könnt, damit ihr eine gute Ausgangsbasis habt. Und das ist natürlich für uns auch sehr wichtig, immer wieder diese Einschätzung aus der Praxis, dieses freizeitorientierte Konzept, was ja, glaube ich, auch relativ offen ist und euch ja auch Freiraum lässt, was dann im Einzelnen an Angeboten stattfindet, dass das irgendwo funktioniert. Und eben, das ist für uns immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn wir eben merken, da wird uns berichtet, dass die Lernmotivation auch nur bei einzelnen Kindern steigt, dann denke ich, ist das ein Signal, dass wir da auch auf dem richtigen Weg so grundsätzlich sind. Ja, also wir haben nur positive Erfahrungen gemacht, wenn wir die Rückmeldung bekommen haben. Ja, dann gehen wir haben eben das Thema Ehrenamtliche schon so ein bisschen gestreift. Wir blenden jetzt hier einfach nochmal eine Folie ein, auch weil die Bilder, denke ich, einfach auch sehr schön sind. Das sind authentische Bilder, vielleicht hört und schaut sogar manch einer zu, der dort abgebildet ist, Bilder aus den Leseclubs, auch von unseren Weiterbildungsveranstaltungen. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Frage hinaus, ist ja vielleicht schon so ein bisschen deutlich geworden, das Projekt ist nicht klein, es ist regelmäßig, also es ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Projekt so für den modernen, projektorientierten Ehrenamtlichen, der sich, darauf will ich hinaus, vielleicht auch eher für eine limitierte Zeit engagieren möchte. Das gibt es natürlich auch alles in Leseclubs und wir freuen uns auch über Menschen, die jetzt sagen, ich habe ein Jahr Zeit dafür, ich schaue mir das an, ich besuche die Weiterbildung der Stiftung Lesen. Aber was ist so für dich das Wichtigste? Was sollte ein Engagierter im Leseclub mitbringen, damit ihm das auch selbst einfach Spaß macht? Ja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall die Leidenschaft fürs Buch, damit man authentisch ist mit den Kindern und die Freude, den Kindern ein offenes Ohr zu schenken und ihnen Beziehung anzubieten. Dass man einfach da ist für die Kinder, dass man auch gar nicht so den Fokus darauf legt, dass man auf diese wirkliches Lesen lernen legt, sondern dass man sagt, ich möchte, dass du gerne kommst, dass du mich angrinst, wenn du reinkommst und jede Woche freudig kommst und irgendwann wirst du meine Leidenschaft fürs Buch teilen. Ja, danke. Ja, und bei euch muss man sagen, ihr seid ein besonders aktiver Leseclub. Ich glaube, die letzte Zählung von mir zumindest, wir bekommen ja auch immer die Unterlagen, sehr interessante Jahresberichte. Ihr habt 7 Engagierte dort in Lindau. Das ist auf jeden Fall ist überdurchschnittlich. Und wie habt ihr das geschafft? Also es war ja sicherlich nicht von Anfang an so. Wie habt ihr das geschafft, dass es immer weiter gewachsen ist? Und vielleicht nochmal hinterhergeschoben. Wir wollen ja auch über Herausforderungen heute durchaus sprechen. Weil ich denke eben auch, man muss ja immer wieder auch ein Klima schaffen und irgendwo auch Dinge, die funktionieren, vorgeben, Inhalte, dass sich Ehrenamtliche nicht überfordert fühlen. Ja, also was wir machen ist in Lindau, dass ich wirklich Wert darauf lege, dass wir im Team arbeiten können, dass wir als Lesepaten nicht alleine sind mit den Kindern, sondern unsere Gruppen sind immer so, dass wir zu zweit oder gar zu dritt arbeiten können mit den Kindern. Und es ist eine Lesepatin in der Grundschule Reutin, die ist alleine, aber die hat die Lehrer im Hintergrund und auch da die Sozialarbeiter, die dann auch eingreifen können, wenn sich ein Kind verletzt. Weil mir ist es einfach wichtig, 6 bis 8 Kinder, unsere toben auch gerne mal und dann ist einfach gut, man ist zu zweit und da kann man dann auch in der Kleingruppe arbeiten. Das ist so. Und wir machen einfach auch Teamveranstaltungen, wir treffen uns alle 6, 8 Wochen und tauschen uns aus, dass man auch eben sagen kann, dieses Kind hat jetzt unglaublich viel Fortschritte gemacht und das andere Kind kommt nur unregelmäßig, wie können wir das besser erreichen?
oder es ist ziemlich zappelig beim Vorlesen. Christine, welche Ideen haben wir und tauschen uns aus. Ja, danke. Das waren also ganz wichtige Hinweise und da möchte ich auch nochmal zwei Sachen rauspicken. Also an die Leseclubs, die es schon gibt, belegen Sie die Gruppen auch doppelt, gerade also mit zwei Betreuern, gerade glaube ich in der Anfangsphase, wenn jemand neu ist oder das Projekt startet, dann kann das unheimlich helfen. Und machen Sie auch die Gruppen der Kinder nicht zu groß. Also so maximal 8 Kinder ist auch immer das Maximum, was wir so kommunizieren. Also sicherlich kann man auch mal eine dialogische Vorlesestunde mit 15 Kindern machen. Aber es sollte nicht irgendwie die ganze Schulklasse da mit einer Ehrenamtlichen irgendwie sich versammeln. Das kann eben auch schnell zu Frustration führen. Ja, damit haben wir eben schon auch mal einiges gesagt zur idealen Gruppengröße. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Es bietet sich jetzt an, dass wir auch die ersten Fragen mal reinholen. Ja. Sind gespannt, ob da schon jemand sich was auf dem Herzen hat. Ja, in der Tat. Lieber Herr Borchers, da sind schon Fragen vorhanden. Ich schalte mal die Ansicht um, dass wir da auch besser lesen können und schreiben können. Eine Dame fragt, dass die Kinder sich zurzeit nur sehr schwer konzentrieren können und haben einen extremen Bewegungsdrang. Gibt es dazu Beschäftigungsideen jetzt auch noch in diesem Webinar? Ich glaube, in diesem Webinar so konkret jetzt nicht. Also da würde ich jetzt vielleicht denken, dass man auch mal Aktionen macht mit Bewegungsimpulsen. Dazu werden wir sicherlich, also dazu machen wir Präsenzweiterbildung in diesem Frühjahr, kann man dazu sagen. Da gibt es bald auch wieder die Einladung. Und bei der Stiftung Lesen auf der Website kann man unter Lesen in Bewegung dazu auch viele Materialien vorfinden. Aber vielleicht hast du da auch aus der Praxis noch was viel Besseres zu sagen. Wir haben in Lindau, habe ich Zappelbälle eingeführt. Und die sind entweder gehäkelte kleine Bällchen oder es gibt auch in den Eine-Welt-Läden diese gehäkelten Bällchen. Und immer wenn man vorliest, dürfen die Kinder sich gegenseitig den Rücken damit massieren oder sie dürfen darauf aufpassen, dass sie nicht aus der Hand fallen. Und so haben wir wirklich die Konzentration gut erhöhen können in den Vorlesephasen. Man muss aber auch sagen, die brauchen wirklich Zeit, sich zu bewegen. Auch unsere Leseclub-Kinder freuen sich, wenn sie mal toben dürfen oder wenn ein bisschen Raum ist, um ein kleines Spiel zu machen. Und zum Beispiel den Inhalt eines Buches nachspielen ist eine sehr beliebte Art und Weise, sich zu bewegen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ganz grundsätzlich, ist auch wichtig, im Leseclub wird nicht nur gelesen, also wir kommen ja gerade häufig auch über andere Aktivitäten, wie zum Beispiel das Basteln oder Spielen und kommen dabei immer wieder auf Bücher zurück. Aber grundsätzlich ist es ein Raum für viele Aktionen. Okay, vielen Dank. Gibt es eine minimale Gruppengröße im Leseclub? Also beziehungsweise es ist wirklich sehr vielfältig. Ich würde jetzt sagen, es kommt sehr auch einfach auf die Struktur des Bündnisses vor Ort an und darauf, was sie erreichen möchten. Es gibt zum Beispiel Leseclubs, da sind geflüchtete Kinder, die gerade erst Deutsch lernen. Und da ist es wichtig, dass sich jemand auch mal vielleicht einzeln mit einem Kind hinsetzt und anhand eines Bildwörterbuches ein bisschen Wörter einübt. Natürlich wollen wir grundsätzlich auf diese gruppenorientierten Aktionen hinaus. Aber es gibt jetzt keine minimale Gruppengröße, wo, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie an dem Nachmittag nur 3 kommen, dass der Leseclub dann nicht stattfinden soll. Also ich denke, man kann in jedem Format im Sinne einer freizeitorientierten Leseförderung viel miteinander machen. Hier ist eine Teilnehmerin ist sehr erpicht auf formale und formelle Dinge beim Leseclub. Das ist hier zum Beispiel eine Sache, die sie fragt, dass
Leseklub in der Schülerbücherei mit eigenem Bücherbestand aufgebaut wird. Und jetzt gibt es ja auch Medien des Leseklubs, die man nutzen kann. Müssen die besonders gekennzeichnet werden? Und in wessen Besitz sind eigentlich die Sachen, die man von der Stiftung Lesen bekommt? Und kriegt es denn Geld und Materialgeld oder von der Stiftung Lesen? Das sind Dinge, da kann man uns auch gerne mal individuell kontaktieren. Grundsätzlich sage ich dazu, es gibt auch auf leseklubs.de ja auch organisatorische Materialien, da kann man auch im Download-Bereich nochmal schauen. Was die Medien betrifft, wir wünschen uns, dass sie so häufig wie möglich genutzt werden. Es gibt auch Schlimmeres, als wenn mal ein Buch verschwindet. Das heißt, wenn Sie irgendwie auch schon Bücherbestand haben und es irgendwie sinnvoll ist, dann stocken Sie diesen Raum damit auf. Also wir wollen das Buch zum Kind bringen. Und da, denke ich, hat in diesem Projekt auch jeder einen Freiraum, es so zu machen, wie es jetzt für Sie am besten passt. Also nur bitte nicht irgendwie im Schrank abschließen oder in einem Raum, der nur zweimal in der Woche zugänglich ist. Und wie ist es mit den Geldmitteln zur Anschaffung von Materialien für Aktionen? Also wir haben jetzt bei den Leseklubs, die ja noch bis Ende dieses Jahres über Kultur macht stark gefördert werden, jetzt eine zentrale Logistik erstmal über die Stiftung Lesen. Also wenn man einen besonderen Wunsch hat, bitte immer auch beim Projektteam, das heißt bei mir oder bei der Kollegin Frau Krummschmidt melden. Wir schauen immer gerne individuell, was wir machen können. Wir arbeiten mit verschiedenen Medienlieferanten und auch mit diversen Ausstattern zusammen, Mittel weiterleiten, jetzt an die lokale Ebene, dürfen wir nicht. Eine Frage noch, die wahrscheinlich auch viele von unseren Teilnehmern jetzt noch umtreibt, ist, was passiert denn genau während der Clubzeit? Wenn ich es richtig verstanden habe, schreibt die Teilnehmerin, lesen die Kinder sich gegenseitig vor, es gibt Vorlesezeiten ihrerseits und darüber hinaus unterschiedliche Leseaktionen. Frau Wörsching, was sagen Sie dazu? Wie ist es bei Ihnen? Es ist so, dass uns die Rituale besonders wichtig sind. Wir starten immer mit einer Vorlesezeit, die, wie ich vorhin schon sagte, am Anfang eher von den Lesepaten vorgenommen wird. Und irgendwann ist es dann so, dass die Kinder uns anstupsen und sagen, lass mich auch mal vorlesen. Und sind immer so 10 Minuten, manchmal auch 20. Einmal gibt es Kurzgeschichten, manchmal lesen wir aus dem Gecko, der Bilderbuchzeitung, vor. Wir überlegen uns auch, haben auch schon Bücher im Gesamten durchgelesen. Kommt drauf an, wie dick die sind. Also Knolle Murphy war zum Beispiel der Renner, da konnten die Kinder überhaupt nicht aufhören zu lesen. Und danach gibt es eine Zeit, wo die Kinder sich bewegen können und dann noch eine Aktionszeit, eine Schmökerzeit. Es ist auch immer eine Esspause eingebaut, weil nach einer Stunde haben sie immer Hunger oder Durst. Das haben wir am Anfang gedacht, können wir weglassen, aber Obst und auch manchmal, zum Beispiel, wenn wir Geburtstag feiern, machen wir Popcorn selber. Das ist natürlich das Highlight für die Kinder und es ist relativ kostengünstig für die Lesepaten. Mhm. Aber es hat alles immer eine klare Ablauf. Ich kann nur sagen, am Montag habe ich diese Woche mit den Kindern versucht, die Buchkisten einzuräumen. Es war wirklich ein großes Chaos und die Kinder haben sich nach einem Ritual gesehnt. Also nicht nochmal. Okay. Hier auch nochmal eine Frage aus der Praxis. An Sie, Frau Wörsching, direkt gestellt. Wie oft kommt es denn vor, dass Kinder dem Leseklub anfangs eher ablehnend begegnen? Wie können Sie Lesemuffel überzeugen? Ja, das kommt öfter vor, wenn die Lehrer sie schicken oder die Eltern mitkommen und sagen, mein Kind liest nicht, können Sie mal machen, dass es liest. Und dann sage ich immer, ich freue mich sehr, dass du kommst, spreche das Kind an und sage, das ist ganz toll, dass du da bist, du musst hier auch überhaupt nicht lesen, komm erst mal an. Und lass es einfach erst mal kommen. Und mit der Beziehung zu den anderen in der Gruppe, mit der Beziehung auch zu den Lesepaten, ist es schon so, dass der Drang zum Buch größer wird. Das kann aber auch schon mal 2 Monate dauern. Den Druck rauszunehmen, der ist uns besonders wichtig. Okay, vielen Dank. Also unser Raum ist
pickepacke voll gefüllt mit interessierten Leseclub Betreibern oder Leute, die das machen möchten. Ich bitte Sie zu entschuldigen, liebe Teilnehmer, dass wir vielleicht nicht auf jede einzelne Frage eingehen können, aber seien Sie versichert, Ihre Fragen werden hier protokolliert und wir werden es dann auch an die Stiftung Lesen natürlich weitergeben und ich denke, dass da auch vielleicht noch ein nettes Gespräch zustande kommen kann, Herr Borchers. Ich hoffe, dass da sage ich nichts Falsches. Nein, vielen Dank. Das waren sehr interessante Fragen. Ich habe jetzt einfach auch nochmal eingeblendet, noch ein paar Fotos von den Leseclub-Räumen in Lindau, wie die auch mit Leben gefüllt sind. Also ich finde, da war jetzt schon viel drin, auch sehr wichtige Fragen. Genau das ist ja auch die Schwierigkeit irgendwo dieses Projektes, dass wir gerade die Kinder, die Lesemuffel sind, die eine Abneigung gegen das Lesen haben, weil sie es vielleicht aus der Schule vor allem als Pflichtlesen kennen, dass wir es irgendwie schaffen, ich sag mal durch die Hintertür zum Beispiel mit vielen verschiedenen Aktionen, mit Lesen in der Gruppe, das ist ja vielleicht für viele auch eine neue Erfahrung, Lesen verbunden mit anderen Aktivitäten, dass wir so einfach auch eine neue Wahrnehmung für das Lesen bei den Kindern schaffen und dann weiß man natürlich nie so, ob es klappt. Ich möchte nur allen da vielleicht auch noch mal ein bisschen Mut machen. Unsere Projekte sind ja immer auch mehrere Jahre angelegt. Es gibt verschiedene Weiterbildungen, es gibt verschiedene Materialien. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren, wir haben 400 Leseclubs und wir hatten 3 Standorte, wo aus verschiedenen Gründen, teilweise aber auch nur, sag ich mal, Personalwechsel dann vor Ort, wo einfach dann bei den Akteuren vor Ort die Entscheidung reifen musste, das Projekt setzen wir jetzt nicht fort. Also da können wir, glaube ich, beide, trotz aller Herausforderungen, die das auch bietet, ermutigen, dass sie diesen Weg gehen, auch mit uns gemeinsam. Und die Kinder ihnen das auch danken werden. Und sukzessive dann hoffentlich auch mit einer steigenden Lesemotivation. Aber vielleicht noch als letzter Satz dazu, vielleicht auch von dir, Christine. Ich würde jetzt erwarten, dass das nichts ist, was so über Nacht kommt oder wo irgendwie dann so ein Schalter umgelegt wird, sondern man braucht wahrscheinlich schon Geduld, oder? Ja, also es gibt Kinder, die kommen jetzt seit 3 Jahren zu uns in den Leseclub und es hat 1,5 gedauert, bis sie freiwillig jede Woche ein Buch ausgeliehen haben. Also es braucht einfach wirklich Zeit. Ich denke auch, die Fragen von den Menschen jetzt an den Computern ist so, man hat ganz viele Fragen und vielleicht können wir die uns auch später nochmal anschauen und man guckt, was wir über die Internetseite beantwortet bekommen. Ja, vielleicht ist das auch noch eine Idee. Auf jeden Fall, dass das wäre natürlich sehr spannend, drauf auf die, eingehen die jetzt vielleicht können. Nicht genannt werden können. Die schauen wir uns natürlich gerne nochmal an. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Und wir müssen jetzt mal auch in die Praxis kommen und wollen auch. Und es geht jetzt an die Vorstellung der Aktionsideen. Liebe Christine, da bin ich gespannt, was du uns heute da so mitgebracht hast. 6 Aktionsideen folgen jetzt noch. Ja, zum Kennenlernen in dem Leseclub. Gerade in den ersten Wochen. Wir als Lesepaten kennen die Namen nicht unbedingt, wenn die Kinder neu in den Leseclub kommen. Und da ist es auch ganz schön einfach, ein Wollknäuel vor Ort da zu haben. Die Kinder sitzen im Kreis und stellen sich nacheinander mit ihrem Namen vor. Wir starten, indem einer der Lesepaten das Wollknäuel in die Hand nimmt, den Namen sagt und dann das Wollknäuel einem anderen gegenüber oder auch vielleicht 2 neben einem zuwirft. Die Person, die das Wollknäuel aufhängt, nennt seinen Namen, sucht sich einen Gegenüber und wirft das Wollknäuel weiter. Und so entspinnt sich ein Spinnennetz und wir hören die Namen. Und da ist ein ganz nettes Bild von uns aus dem Leseclub in Lindau. Sehr schön. Und in der nächsten Woche kann man es dann so machen, dass man wieder zu Beginn die Namen sagt und dann aber rückwärts nochmal das Wollknäuel entknäuelt, indem man dem anderen mit Nennung des Namens das weitergibt. Und dann ist wieder das Wollknäuel am Schluss aufgewickelt. Sehr schöne Idee und ich denke, so hat man gerade bei Kindern, die ja auch im Leseclub zusammenkommen sollen, die sich noch nicht kennen, sicherlich dann auch zügig dafür gesorgt, dass alle miteinander in Kontakt kommen.
Wir kommen jetzt dann auch schon zur zweiten Idee und dafür müssen wir mal kurz den Raum verlassen. Wir verlassen Sie aber nicht, wir wechseln einfach kurz die Station und bewegen uns zu dem Tisch drüben. Genau, und da, das ist jetzt die Aktion Storyteller. Ja, und unser Computer, in dem wir uns sehen können, müssen wir nochmal kurz uns einloggen, genau. Sonst sehen wir nämlich nicht, was wir arbeiten und damit können wir nicht sehen, ob Sie das Richtige sehen. So, jetzt sind wir drin. So. Hier haben wir die Aktion Storyteller vorbereitet. Einmal bekommen wir von der Stiftung Lesen die Storyteller vorgefertigt, Storywürfel vorgefertigt, Geschichtenwürfel, mit denen man Geschichten selber erzählen kann. Es gibt aber auch die Storyteller dazu aus einem Buch, das wir eingeblendet haben später. Und diese Aktion können die Kinder selber machen. Sie nehmen Zeitungen, die sie auch durch die Stiftung Lesen erhalten. Die Kinder schneiden Bilder aus, die ihnen besonders gut gefallen. Und dann wird eine Geschichte daraus erzählt. Wolf, wir fangen mal an, eine Geschichte zu erzählen. Du darfst einen Teller wählen. Ich wähle einen Teller. Ich nehme mir auch einen Teller. So. Und? Soll ich mal anfangen? Also es war einmal eine Schildkröte. Die Schildkröte begegnete einem gruselgrausigen Dinosaurier. Dann ziehen wir den nächsten Teller. In Ihrem Leseklub sind Sie ja viel mehr Menschen. Das heißt, jeder bekommt einen Teller zu Beginn und darf dann, wenn es passend ist, seinen Satz dazu sagen. Wichtig ist auch bei dem Spiel, dass man nur einen Satz sagen darf. Das heißt also auch, die Kinder, die schüchtern sind, dürfen einen Satz sagen, aber die, die sehr gerne reden, müssen nur einen Satz sagen, was dann auch wieder für die Gruppendynamik sehr schön ist. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das Prinzip ist deutlich geworden. Vielleicht können wir auch bei der Gelegenheit nochmal sagen, also alle Leseklubs bekommen ja auch Zeitschriftenabonnements, teilweise jetzt auch schon über mehrere Jahre. Und manchmal werden wir auch gefragt, was machen wir denn dann mit den alten Zeitschriften, die vielleicht ausgelesen und ein bisschen zerfleddert sind. Nutzen Sie sie zum Beispiel auch für diese schöne Aktionsidee. Wir haben da vorhin auch aus diesen Zeitschriften, wie zum Beispiel Geolino oder Mickey Mouse, Bilder ausgeschnitten und sie auf die Storyteller geklebt. Und was ich noch sehr interessant fand, was du mir vorhin gesagt hast, Christine, es gibt ja eben auch die vorgefertigten Spiele, wie zum Beispiel die Geschichtenwürfel oder die Story Cubes, die hier auch auf dem Tisch liegen, die auch jeder Leseklub bekommt, mit dem man dann also solche Symbole würfeln kann. Aber du hast nochmal einen entscheidenden Unterschied rausgearbeitet, warum gerade diese Storyteller auch so gut ankommen bei allen. Ja, die Kinder können sich mit den Storytellern identifizieren. Sie haben sie selber hergestellt. Sie können sich einfach sagen, die Bilder haben wir selber ausgesucht für dieses Spiel. Und bei uns ist es so, der Donnerstag-Leseklub spielt dieses Spiel wirklich wöchentlich. Und obwohl sie nicht jede Woche neue Teller kleben, haben sie unglaublich viel Freude an diesen Aktionen. So, ich räume jetzt mal langsam ab. Wir kommen dann auch zur nächsten Aktion schon. Dazu blende ich auch noch mal kurz eine andere Folie ein. Auch noch mal ansetzen wieder bei dem Thema Medienausstattung, die hier über die Stiftung Lesen auch gestellt wird für die Leseklubs. Wir haben eben schon gesehen, in wie vielfältiger Hinsicht auch Zeitschriften. Jetzt komme ich auch hier wieder ins Bild, auch Zeitschriften wirklich eine gute Quelle auch für Aktionen sein können. Und da setzen wir jetzt auch nochmal an, es müssen auch nicht immer nur die Zeitschriften-Abos sein, die mit der Post kommen, man kann es auch selbst machen, oder? Genau. Wir haben in Lindau jetzt in den letzten Wochen auch im Hinblick auf das Webinar selbst eine Zeitung hergestellt. Die Kinder durften in der ersten Runde erstmal überlegen, was steht denn alles in einer Zeitung drin? Wer arbeitet bei einer Zeitung? Und wir haben verschiedene Zeitungen mitgebracht.
die Lindauer Zeitung, aber auch die Kinderseite aus der Zeit hatte ich mitgebracht und dann auch die Geschichte daraus vorgelesen. Und die Kinder durften selber die Seiten gestalten. Es war so, dass wir dann überlegt haben, jedes Thema hat ein Team bekommen. Es gab das Team Witze, es gab das Team Wetter. Wir haben hier Wetterberichte, hatten die Kinder, man sieht es leider jetzt besser. Also wir hatten Wetterberichte uns überlegt. Wir haben das Thema Reiseberichte gemacht. Und da war es so, die Jüngeren, unsere Leseclubs sind immer konzipiert für alle vier Grundschulklassen. Also wir haben altersübergreifend von 6 bis 10 die Kinder im Leseclub. Und die gerade in die erste Klasse gekommen sind, können natürlich nicht wahnsinnig recherchieren. Und dadurch haben wir denen übertragen, dass sie Bilder ausschneiden aus den Zeitschriften, dass sie sich überlegen, was kann man schreiben. Und die Älteren haben sich zum Beispiel mit dem Thema Huhn auseinandergesetzt und haben dazu berichtet. Und ich muss ein bisschen blättern, bis ich das finde. Und haben eben dazu dann eine Zeitungsseite gestaltet. Mhm. Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Ich denke, das Prinzip dürfte klar geworden sein. Wir kommen dann zur vierten Aktionsidee. Dafür müssen wir uns wieder ein bisschen bewegen. Das ist das Bilderbuchkino. Ja, Bilderbuchkino ist ja auch so, dass wir Kinder aus unterschiedlichen Kulturen... Entschuldigen Sie bitte. Ja. Herr Borchers, wir müssten die Kamera noch mal einschalten bei Ihnen am Rechner. Ich komme gleich rübergelaufen, ja? Einen Moment, ganz kurz, eine Minute Pause. Gut, wir können ja schon mal weiter erzählen, dass wir verschiedene Kulturen in unseren Kindergruppen haben, in unserem Leseclub und da dann eben auch unterschiedliche Muttersprachen uns begleiten. Mhm. Und durch die Muttersprachen, die wir haben, die wollen ja auch gesprochen sein. Kinder sollen sich ja bei uns wohlfühlen und nicht nur die Zweitsprache sprechen, sondern glücklich sein, dass sie auch mal die Muttersprache einbringen können. Und dazu dient ganz besonders das Kamishibai mit den Bildkarten. Da haben Sie mir gesagt, haben Sie schon einige Leseclubs mit ausgestattet. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswertes Werkzeug für vielfältige, schöne Vorlesestunden, aber nicht nur Vorlesestunden, es regt einfach auch sehr zum Erzählen an. Ja, und ich kann erzählen, was wir mit dem Kamishibai bereits gemacht haben. Wir haben es so gemacht, hier gibt es von Belz und Gelberg die Bilderbuchkarten, da ist die Geschichte im Booklet mit drin, andere Bilderbuchkarten, Kamishibai-Karten haben den Text hinten auf der Bildseite, hier ist es leer, an anderen ist da eben der Text drauf. Zu Beginn unserer Aktion im Leseclub machen wir es so, dass die Lesepaten die Geschichte selbst präsentieren und erzählen und mit den Kindern im Dialog die erarbeiten. Und danach bilden wir kleine Gruppen. Die Kinder können miteinander nochmal die Bilder betrachten und besonders die Kinder, die mit einer zweiten Sprache aufwachsen, die Muttersprache, hatten wir jetzt Türkisch, wir haben Italienisch in der Gruppe, wir haben auch Arabisch, dann dürfen die ihre Muttersprache nochmal im Austausch einbringen. Und dann ist es so, dass wir uns überlegen, machen wir zum Beispiel ein Abschlussfest mit dem Kamishibai oder beteiligen wir uns am bundesweiten Vorlesetag und da dürfen die Kinder dann den deutschen Text auch nochmal in ihrer Muttersprache erzählen und dadurch können ganz vielfältige Ideen einfach auch entstehen und die Kinder freuen sich auch, dass eben ihre Sprache anerkannt wird und fühlen sich wieder wohl im Leseclub. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dafür einfach ein Interesse auch für den kulturellen Hintergrund geweckt wird und das ist ja auch für Kinder schon ein sehr interessantes Thema, was sicherlich dann auch weitere Anlässe für Austausch gibt, zum Beispiel Essen ist immer ein schönes Thema. Ja, vielen Dank. Die Leseclubs, die so etwas
noch nicht haben und in Zukunft einsetzen möchten, können sich dann natürlich auch gerne bei der Stiftung Lesen melden. Ja, und dann können wir gleich noch zum Zaubern kommen. Ganz viele Kinder interessieren sich für Ratekrimis, für Krimis, für Detektivgeschichten. Um dem Raum zu geben, gibt es die Arbeit mit der Zaubertinte. Dazu haben wir ein weißes Blatt, eine Zitrone und Pinsel. Und dann noch, müssen Sie sich vorstellen, heute Buntstifte, die habe ich nämlich leider zu Hause liegen lassen. Und da wird dann die Zitrone ausgepresst, man nimmt den Pinsel, tunkt hinein und schreibt seine geheime Botschaft, die man als Detektiv zum Beispiel an seinen Kollegen weitergeben möchte und per Kurier schicken möchte. Oder wir haben geschrieben, das letzte Mal mit der Zaubertinte, wie lieb man die Mama hat, und die soll das aber gar nicht zuerst erkennen, sondern man malt erstmal nur ein Bild. Das ist eine ganz schöne Idee, die man einfach auch mal zwischendurch machen kann, ohne dass es gleich zu einem großen Thema wird. Hier sehen Sie, haben wir mit der Zaubertinte bereits vorbereitet. Zaubertinte heißt, man sieht sie nicht. Dann dürfen Sie dieses Bild, was wir hier im Studio nicht dürfen, über eine brennende Kerze halten mit Abstand. Und dabei entsteht dann das Bild, dass die Zaubertinte zum Vorschein kommt und Sie sehen können, dass Leseklub Freude macht. Ja, also immer wieder eine tolle Idee. Probieren Sie es mal aus. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber auch eine Idee, die wir in den Aktionsbroschüren, das war die aus 2013 für die Leseklubs, Medientipps und Aktionsideen, auch schon mal kurz vorgestellt haben. Und sicherlich eine spannende Sache. Dann sind wir bei der letzten Idee. Genau, dann räume ich einmal ab und räume wieder hoch. Da dürfen wir alte Bücher nutzen, die wir auch im Leseklub immer mal wieder geschenkt bekommen, weil liebe Menschen ihre Bücher weitergeben möchten und ihre Freude an den Büchern. Und dennoch sehen sie manchmal so aus wie das Buch, das ich mitgebracht habe. Und daraus können wir dann eine Lesemaus basteln. Hier ist noch die Schnauze abgeflogen. Hier, so sieht das fertige Produkt aus. Zu Beginn Ihrer Aktion haben Sie ein altes Buch, können das in Zeitungspapier oder auch in neutrales Packpapier einpacken. Und dann kommen wir zur Falttechnik. Wir falten ein Blatt jeweils die Ecke in die Mitte des Buches und noch einmal die Spitze, die gerade entstanden ist, nochmal ins Buch. Und da sehen Sie dann, da braucht es ein bisschen Geduld. Eventuell ist es so, dass es einfacher ist, wenn wir bei der Kindergruppe immer drei Kinder zusammennehmen oder zwei, die miteinander einen Buchigel oder eine Buchmaus entstehen lassen, denn es braucht ungefähr eine Stunde, bis so Bücher gefaltet sind. Ich habe es, weil wir die Zeit natürlich nicht haben, vorbereitet. Hier sehen Sie dann das fertige, gefaltete Figur. Und dann kann man ganz vielfältig die Kinder kreativ sich das überlegen lassen, ob sie lieber Igelstacheln bauen oder, wie bei mir jetzt nicht gelingt, Ohren dran bauen zu lassen und auch Augen und Nase hinkleben. Ja, ich finde das auch eine ganz tolle Idee. Das soll natürlich jetzt keine Aufforderung sein, an die Leseklub-Bücher ranzugehen, die wenigen, die jetzt vielleicht nicht so häufig gelesen werden. Aber es ist wirklich eine schöne Möglichkeit. Jeder bekommt ja immer wieder auch mal irgendwie ältere Bücher in die Hand oder Anfragen, was man mit älteren Büchern macht. Probieren Sie es einfach mal aus. Sind wirklich tolle Produkte, auch für die Kinder, die dann auch zu Hause oder im Leseklub als Dekoration gut aussehen. Ja, damit wären wir jetzt am Ende so unserer kurzen Tour de Force hier durch den Leseklub in Lindau und einige Ideen, die man auch in anderen Leseklubs dann häufig in Zukunft umsetzen kann. Wir öffnen das Ganze nochmal für Fragen. Da ist ja jetzt vielleicht auch noch mal Neues, auch vielleicht zu einzelnen Aktionen noch mal aufgelaufen.
Herr Dietrich, wenn Sie uns da nochmal ein paar Stimmen hier reinholen könnten. Also direkt zu Aktionen ist jetzt ja nichts dazu gekommen. Eine Teilnehmerin war nur sehr erstaunt, wie riesig das Wollknäuel ist im Lindauer Leseclub. Wie viele Leute sind denn da? Das ist ja der Wahnsinn. Unser Leseclub ist ziemlich groß am Montag. Wir haben 15 Kinder, die da kommen. Und dann waren an dem Tag sogar noch 2 Schnupperkinder da. Wir sind allerdings auch zu dritt. Also es ist so, dass wir 2 feste Lesepaten sind und dann glücklicherweise seit Oktober ganz lieb unterstützt von einer Rumänin, die Deutsch lernen möchte und sagte, da engagiere ich mich im Leseclub. Toll. Das ist super. Damit haben wir auch die Frage beantwortet, wie viele Leute oder wie viele Kinder sind in der Gruppe mit wie viele Erwachsene sind dabei und betreuen. Okay. Jetzt eine Frage zum Thema Förderung, Herr Borchers. Ist denn eine Förderung über 2017 hinaus geplant und bleibt diese konstant oder ändert sich da was? Die ist auf jeden Fall seitens der Stiftung Lesen aus gewünscht. Wir haben da auch in den Newslettern, die kann man auch unter leseclubs.de abrufen, haben wir immer auch mal wieder informiert. Den aktuellen Stand nenne ich kurz nochmal. Erfreulicherweise hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass Kultur macht stark in eine zweite Förderrunde geht. Die soll von 2018 bis 2022 gehen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Förderrichtlinie für Kultur macht stark 2 veröffentlicht. Darauf kann man sich jetzt neu bewerben. Die Stiftung Lesen wird das aufgrund des großen Erfolgs dieses Projektes, hinter dem wir natürlich voll stehen, auch machen. Die Programmpartner sollen dann vom Bundesbildungsministerium in der zweiten Jahreshälfte bekannt gegeben werden. Also bis dahin heißt es auch bei uns, dass wir unsere Hausaufgaben mit einem praktikablen Antrag natürlich auch machen müssen. Ich denke, die Leseclubs haben wir da auf jeden Fall im Boot mit vielen tollen Aktionen und auch vielen Kindern, die daran teilnehmen. Also was ich jetzt eine sehr interessante Frage finde oder einen interessanten Hinweis eine Meldung. Das ist ein Leseclub in der Schule, eigentlich nur die 5. und 6. Klassenstufen gedacht, also 5., 6. Klasse. Aber es kommen viel mehr Schülerinnen und Schüler aus der 7. und 8. Klasse in den Leseclub, als die aus der 5. und 6. Soll man das so durchgehen lassen? Würde das in Zukunft zu Problemen führen? Und anschließend dazu ist die Frage, gibt es denn eigentlich auch Leseclubs für ältere Schüler? Also das ist doch eher, würde ich mal sagen, 5., 6. Klassenniveau. Was wir jetzt gesehen haben, was ist mit den siebten Fragen? Eventuell sogar das Projekt setzt ja bei einem relativ stark betreuten Format an und deswegen ist es auch eher aus dem Grundschulalter herausgewachsen. Wir sehen aber jetzt einfach, dass auch von weiterführenden Schulen sehr viel Interesse geäußert wird daran. Das freut uns auch. Und wir denken eben auch durch die Veränderungen, durch Geflüchtete zum Beispiel in den Schulen, aber auch durch den Ausbau von Ganztagsangeboten gibt es natürlich da schon auch Möglichkeiten, solche gruppenorientierten Leseförderungsangebote, die für Jugendliche sicherlich nochmal ein bisschen anders gestrickt sein müssen, auch andere Inhalte aufweisen müssen. Aber grundsätzlich ist das sicherlich auch für den Jugendbereich, auch für weiterführende Schulen ein erfolgversprechendes Format. Wir haben uns im bisherigen Projekt auf die Altersgruppe 6 bis 12 auch beschränken müssen und hoffen, dass wir in den nächsten Jahren da auch was die Materialien betrifft, auch was die Medienausstattung betrifft, auch das sukzessive weiter auszubauen und auch Jugendliche mit dem Leseclub-Projekt noch stärker anzusprechen. Mhm. Dazu passend die Aussage, wir haben in der Stadtbibliothek Amberg einen Jugendliteraturclub ab 12. Funktioniert hervorragend, stellen aktuelle Jugendliteratur vor und die Kinder dürfen die Bücher bevorzugt ausleihen und sie machen auch zahlreiche Aktionen. Also das funktioniert ganz gut. Hier auch nochmal eine Frage, Leseclub-Aktionen, was können wir da für Jugendliche empfehlen? Eher Richtung Film und Hörspiel oder vielleicht auch App, Computer, neue Medien? Große Frage. Also da würde ich gern einfach auch nochmal den Hinweis geben, den ich ohnehin geben wollte. Man sieht es auch unten auf der Folie. Schauen Sie einfach mal auf die Website der Stiftung Lesen. Also die Leseclubs
sind auch nur eines unter vielen Projekten. Und da gibt es auch passgenauere Angebote, auch für Jugendliche. Schauen Sie sich einfach auch mal auf unserer Website um. Sie finden dort viele Materialien zum Download. Sie finden andere Webinare. Sie können in der Leseempfehlungsdatenbank auch nach verschiedenen Altersgruppen suchen. Und schauen Sie sich auch die Aktionsbroschüren für die Leseclubs an und melden sich auch gerne im Nachgang immer auch bei uns. Dann können wir auch immer im direkten Gespräch schauen, wo das Interesse jetzt genau liegt und was wir da vielleicht auch passgenau tun können. Ja, alles klar, lieber Herr Borchers, liebe Frau Wörsching. Unsere Zeit haben wir doch ganz gut genutzt, sogar noch ein bisschen überzogen, sage ich mal so. Es ist noch einiges an Hinweisen und Fragen vorhanden. So wie wir es machen, Herr Borchers, denke ich, wäre es ganz gut, wenn wir, wenn Sie dann einfach den Chat einfach mal gucken und vielleicht auch die Leute auch direkt noch zugehen wollen oder entsprechende Hinweise auf den jetzt einzublendenden Webseiten veröffentlichen, Herr Borchers. Okay, Herr Dietrich, genau, das ist unsere Schlussfolie. Damit sind auch wir dran, uns bei allen zu bedanken. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut über dieses große Interesse und auch diese vielen, auch für uns interessanten Fragen, wo man auch manchmal gar nicht so spontan auch eine Antwort drauf parat hat. Ich hoffe, dass Ihnen das was gebracht hat. Es soll hier der erste Aufschlag in einer Folge von Webinaren sein. Sie werden auch wieder die Gelegenheit haben, die Stiftung Lesen hier und die Leseclubs in dem Format zu erleben. Wie gesagt, schauen Sie sich auf unseren Webseiten um, nicht nur auf der Leseclub-Website, sondern auch unter stiftunglesen.de. Wir haben es hier eingeblendet. Und was ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, unter netzwerkvorlesen.de, das ist auch ein Projekt der Stiftung Lesen, in Kooperation mit vielen anderen Einrichtungen, die vor allem ehrenamtlich in der Leseförderung einsetzen, finden Sie auch noch viele andere Webinare, die man sich im Nachgang zu verschiedensten Themen angucken kann. Und auch dieses Webinar wird man selbstverständlich auch online in den nächsten Tagen finden können. In diesem Sinne, vielen lieben Dank auch dir, Christine, für diese tolle Premiere und auch für diese viele Vorarbeit hier. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Und wir können nur sagen, Fortsetzung folgt sicherlich. Und bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dietrich, für die tolle Betreuung hier. Danke, ja, und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Bitte, bitte. Also auch von meiner Seite, liebe Teilnehmer hier am Leseclub, freut mich sehr. Ich freue mich, wenn Sie sich dafür sorgen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen Spaß am Buch haben, Spaß am Vorlesen. Ich als Vater von drei Kindern kann das nur bestätigen. Es macht einen Heiden Spaß, das Vorlesen und die Kinder daran zu binden. Freue mich, dass Sie alle sich so zahlreich hier eingeklickt haben. Ich lasse den Chat noch offen, da können Sie auch noch Ihre letzten Hinweise auch noch abgeben und Fragen stellen. Freue mich sehr, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend, eine schöne weitere Zeit und ich hoffe, wir können uns wieder mal sehen. Bis dahin. Auf Wiedersehen, Ihr Uwe Dietrich. Tschüss.